großartig geschriebene Dialoge. Hey Laura, wir müssen mal reden. Geht's noch? Hast du auf dem Superman-Comic geschlafen? Superman schreibt gerade einen Comic über mich. Eine Mutter, die ihren Sohn wirklich sehr liebt. Die Frauen sind die... Die haben die Rundungen. Und die Männer, die sind groß. Und ein junger Mann mit interessanten Neigungen. Anders Zwang wird immer mehr zu einem Ventil für jeglichen Stress. All das und einiges mehr gibt es in der vielleicht berühmtesten Hilf-mir-Folge aller Zeiten. Und ich weiß, ich habe das schon mal kommentiert, aber das Video wurde leider gesperrt. Und ich muss das einfach nochmal kommentieren, parodieren und analysieren. Auch hier wieder der kurze Hinweis, ihr könnt übrigens fast alle Hilf mir Folgen immer auf RTL Plus gucken und das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung, aber um dann direkt mal in die Folge zu springen, in der geht es um Anders und Anders ist wirklich ziemlich anders. Ja, richtig gesehen, Anders liebt Bäume. Allerdings liebt er nicht nur Bäume, sondern er liebt eigentlich alles, an dem er sich ein wenig reiben kann. Und das ist auch ein bisschen mehr als nur ein komisches Hobby. Nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistens. Und Anders ist leider nicht nur ein Schwein, weil er eine wirklich hässliche braune Oma-Tasche die ganze Zeit mit sich durch die Stadt rumträgt, sondern das, was er gerade gemacht hat, macht man natürlich auch einfach nicht. Zum Glück haben wir ja nochmal unsere 0815 Psychologen-Studiumsabbrecherin, die uns das auch gleich nochmal erklärt. Anders scheint unter einer extremen Form von Frotteurismus zu leiden. Grundsätzlich versteht man unter Frotteurismus das Reiben des Unterleibs an Menschen oder Gegenständen. Cool. Ich persönlich hätte bei dem Namen jetzt eher vermutet, dass man dann ein bisschen zu sehr auf Frotte-Handtücher steht, aber keine Ahnung, wie es auch immer dazu gekommen sein mag, dass man das so nennt. Unsere Hilfsersatzpsychologenassistentin erzählt uns aber nochmal, warum diese Krankheit manchmal nicht ganz unproblematisch ist. Der Grad zwischen harmlosem Reiben und sexueller Belästigung ist allerdings sehr schmal. Ja gut, also mir persönlich fällt jetzt keine Variante ein, wie man sich harmlos an jemandem reiben kann, ohne dass es Belästigung ist, aber ist ja eigentlich auch egal. Wir können ja mal angucken, was eigentlich Anders Problem ist, was zu dieser Krankheit geführt hat. Und damit wird die Folge auch gleich noch ein bisschen merkwürdiger. Anders lebt zu Hause bei seiner Mutter Dorothea. Seit dem Tod seines Vaters haben die beiden ein ganz spezielles Verhältnis. Ja, und mit speziellem Verhältnis ist dann auch nicht nur gemeint, dass die beiden offensichtlich eine Leidenschaft für sehr verstörende Bilder im Wohnzimmer teilen. Nein, auch körperlich kommen sie sich sehr, sehr nahe. Ein bisschen so wie auf einschlägigen Seiten, wenn man das Wort Stepmom eingibt. Ich habe dich den ganzen Vormittag so vermisst. Ich war so alleine. Oh, das Knubbelchen. Oh, ich hab dich so lieb. Ja, und die beiden haben sich da nicht nur so lieb, sondern die teilen auch noch ein richtig schönes gemeinsames Hobby. Auch wenn die Mutter das ein ganz kleines bisschen komisch formuliert. Sag mal, was hältst du davon? Wollen wir heute noch ein bisschen puzzeln? Ja? Komm, wir puzzeln noch ein bisschen. Alter, ist die Tonlage von dieser Mutter verstörend. Und damit du vielleicht noch besser verstehst, was ich meine, spiele ich dir jetzt einfach nochmal genau den gleichen Clip wie eben vor. Lass aber ein Wort jeweils dabei weg. Mal gucken, ob du dann schon weißt, was ich meine. Sag mal, was hältst du davon? Wollen wir heute noch ein bisschen... Ja? Komm, wir... Noch ein bisschen. Mhm, aber glücklicherweise ist mir dann sogar noch eine Variante eingefallen, wie wir das Ganze noch ein kleines bisschen komischer machen können. Merkwürdig, immer wenn man dieses Intro davor schneidet, wirkt es gleich noch viel schlimmer. Sag mal, was hältst du davon? Wollen wir heute noch ein bisschen... Ja? Na gut, wie auch immer, Anders möchte jedenfalls an diesem Abend gar nicht unbedingt puzzeln, sondern er würde viel lieber in den Jugendclub zu seinen tollen Freunden gehen, die hoffentlich nicht alle genauso hässliche Taschen haben wie er. Seine Mama möchte aber wirklich dringend was anderes tun. Puzzeln, natürlich. Oh, Knuffelchen, komm. Du musst dich doch um deine Mutti ein bisschen kümmern. Sag mal, du hast ja gar kein Unterhemd an. Alter Schwede, wisst ihr, was ich mich eigentlich die ganze Zeit gefragt habe? Ich meine, klar, das sind Schauspieler, die ganze Folge ist gestellt und so, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das wirklich die Mutter vom Schauspieler von Anders ist. Und es ist doch mega verstörend, wenn man irgendwie 20 oder so ist und mit so einer 45-Jährigen zusammendrehen soll, die ganze Zeit solche Sachen mit einem macht. Aber egal, die Hilfspsychologenassistentin, die ihr Studium abgebrochen hat, die man in Fachkreisen auch nur Captain Obvious nennt, erklärt uns nochmal, dass das alles ganz merkwürdig ist. Das sieht nach einer sehr ungesunden Mutter-Sohn-Beziehung.
Beziehung aus. Dorotheas Verhalten könnte der Grund für Anders außergewöhnliche Neigung sein. Wow, vielen Dank. Ich glaube, darauf wäre auch eine lernbehinderte Kartoffel gekommen. Aber es ist trotzdem schön, dass du uns das nochmal erklärt hast. Und Anders möchte jetzt übrigens wirklich gerne zu seinen Freunden. Vorher muss er seiner Mama aber noch einen Gefallen tun. Schnuppelchen, du hast was vergessen. Krank. Einfach nur krank. Und das löst dann bei Anders wohl auch gleich den nächsten Krankheitsschock aus. Wir erinnern uns, er ist ja Frotte-Handtuch-Hurist, oder wie das heißt. Oh Gott, aber diesmal muss man sagen, hat Anders zumindest auch eine richtig gute Ausrede, warum das wieder passiert ist. Ich bin mir sicher, diese arme Verkäuferin oder Kundin oder was das da ist, glaubt ihm das sofort. Wo wird gerade geschubst? Ja, von wem, der ist niemand da. Was für ein Schwein, ich rufe die Polizei. Ja, hier stimmt, apropos Polizei, wir haben doch nicht nur die Studienabbrecherin, wir haben doch auch immer noch diesen Anwalt, der übrigens, glaube ich, wirklich Anwalt ist, was ich immer noch sehr verstörend finde. Und der wird uns doch jetzt ganz bestimmt erklären, dass Anders Verhalten auf jeden Fall strafbar ist. Oder interessanterweise auch nicht. Manchmal verstehe ich das deutsche Gesetz nicht so richtig. Strafbar ist es aber nicht ohne weiteres. Das liegt daran, dass es bei uns in Deutschland keinen Paragraphen gibt, der sexuelle Belästigung für sich genommen unter Strafe stellt. Das wundert mich jetzt ohne Ironie. Aber naja. Anders trifft dann auf jeden Fall auf seinen besten Freund Nils. Und der kriegt zwar nicht so richtig mit, was mit Anders los ist, aber er macht sich trotzdem Sorgen um ihn, hat aber schon eine richtig gute Idee. Denn bei Männern gibt es ja eine Lösung, die eigentlich immer funktioniert. Mann ey, ich glaube, wir müssen dir mal irgendwie Mädchen besorgen. Das macht dich ein bisschen entspannt, du wirst immer so aufgekratzt. Ach, mal dein Weibergelaber. Ich bin nicht so ein Aufreißer-Typ wie du, Nils. Aber vielleicht können wir dich ja dazu machen. Naja, Anders, ich würde sagen, du bist schon ein Aufreißer, nur halt eher bei Bäumen und Parkbänken. Aber wie auch immer, er kann dann seinen Drang auf jeden Fall schon wieder nicht kontrollieren. Da stört es ihn auch nicht wirklich, dass sein bester Freund quasi daneben steht. Komm, lass uns mal losgehen. Irgendwann hat er es dann aber doch noch geschafft und sich in den Jugendclub gerieben. Dort möchte Nils dann aber seinen Plan, dass er Anders mit einer Frau verkuppeln möchte, direkt in die Tat umsetzen. Und zum Glück gibt es da auch die hotte Laura. Und um die schon mal ein bisschen einzuweihen, haben sie den schlimmsten Dialog, den ich in diesem Jahr bisher gehört habe und von dem ich jetzt immer noch leichten Gehirnkrebs bekomme. Hey Laura, wir müssen mal reden. Geht's noch? Hast du auf dem Superman-Comic geschlafen? Superman schreibt gerade einen Comic über mich. Cool. Und ich würde jetzt super gerne was dazu sagen, mir fällt aber ehrlich gesagt nichts ein. Und wir gucken uns mal an, wie Nils Plan jetzt eigentlich ganz genau aussieht. Und diese Laura, finde ich, hat alle Schauspielpreise verdient, die es gibt. Ich will Anders von dir zu einem richtigen Mann machen lassen. Bitte was? Diesen Vollhonk-Assi? Fakt ist, Anders sieht einfach scheiße aus. Hallo, das stimmt ja wohl gar nicht. Anders ist nämlich in Wirklichkeit Mr. Sexy, was Nils dann nochmal mit einem leicht bekleideten Bild von ihm beweisen kann. Bei dem ich mich die ganze Zeit eigentlich nur gefragt habe, warum hat Nils das überhaupt auf seinem Handy? Guck mal, findest du nicht, dass ohne diese ganze Nordbrille und die ganzen Klamotten er ganz annehmbar aussieht? Zeigt dich das überhaupt nicht an? Naja, sein Körper ist ganz okay. Ja, das ist dann auch der Durchbruch und Laura stimmt zu, wieder mit einem wundervollen Cringe-Satz besiegelt. Und ich merke richtig, wie ich beim Gucken dieser Folge immer dümmer werde. Die Mehlschnitte Anders werde ich auch noch knacken. Wetten? Okay, Wette geht. Was? Die beiden wetten jetzt quasi über Anders psychische Gesundheit? Och, zum Glück erklärt uns Captain Obvious nochmal, dass man sowas ja eigentlich gar nicht tut. Und was hat die da eigentlich heute schon wieder an? Das sieht ein bisschen aus wie das Kachelmuster in dem Badezimmer von meinen Eltern. Das ist wirklich übel. Die beiden machen Anders erstes Mal zum Gegenstand einer Wette. Dass Laura diese Wette dann wirklich gewinnen möchte, das merkt man. Als sie wieder reinkommt, beginnt sie nämlich mit Anders zu flirten. Und das macht sie ähnlich subtil wie eine Dampframme, die mit 19 Tonnen Kraft gegen eine Wand geschleudert wird. Toll auch, dass Anders direkt drauf einsteigt. Du hast voll die geilen Augen, hat dir das schon mal jemand gesagt? Nee. Und ich bin echt heiß auf dich. Schön übrigens, dass sonst in Hilf mir Folgen immer fake geküsst wird und man in dieser Folge einfach hört, wie die Lippen voneinander abklatschen. Aber naja, egal. Anders ist damit jetzt aber noch kein Mann. Da fehlt ja noch ein kleines bisschen was. Leider muss Laura jetzt aber erstmal gehen und Anders kriegt schon wieder direkt einen Krankheitsschub. Und boah, die hatten damals ja noch Plastikstrohhalme. Geil. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass das Reiben für Anders kein Vergnügen ist,
sondern seine Art der Stressbewältigung. Danke, Captain Obvious, das hast du toll gemacht. Kurz darauf ist Anders dann wieder zu Hause und bekommt von seiner Mama leckere Brote. Und mir macht irgendwie nie jemand leckere Brote. Und achte du bitte mal darauf, wo die Mutter von Anders seine Hand hinlegt. Und ja, ich weiß, das sind Schauspieler, aber das macht's leider auch nicht besser. Sag mal, wie war's denn heute mit mir zum Jugendzentrum? Ja, cool. Ja? Was habt ihr Schönes gemacht? Wir haben, was man halt so macht, wir haben Kicker gespielt und Dart gespielt. Dass sie allerdings auch fast Ficker gespielt hatten, das lässt er dann lieber mal weg. Aber kein Problem, denn die Mama von Anders hat sowieso eine ganz andere tolle Idee. Denn man kann ja nicht immer nur puzzeln, man muss ja auch mal was anderes machen. Weißt du was? Was hältst du davon, wenn ich uns bei deiner Tanzschule anmelde? Du bist 17 und jetzt im richtigen Alter. Und dann gehen wir beide tanzen und ich zeig's dir, wie es richtig gemacht wird. Ja. Und dann tanzen die beiden auch tatsächlich im Wohnzimmer vor diesem schrecklichen Bild, absolut ohne Musik. Und die Mutter zeigt ihm eigentlich überhaupt nichts. Das findet sogar unsere Captain Obvious-Psychologin doch ein bisschen sehr verstörend. Das ist übergriffig und ungesund. Dorothea darf ihren Sohn nicht auf diese Art für sich missbrauchen. Sie will möglichst viel körperlichen Kontakt. Für ihn kann das schwere Folgen haben. Und diese schweren Folgen, die sieht man dann auch kurz darauf wirklich in ihrer vollen Härte. Denn Anders geht in sein Zimmer und sieht dort ein Bild von Daniela Katzenberger. Aber anstatt wie jeder normale Mensch nach der Kotztüte zu suchen, macht er halt wieder sein Ding. Anders Zwang wird immer mehr zu einem Ventil für jeglichen Stress. Naja, aber ich bin mir sicher, wenn Anders bald ein Mann ist, dann wird's ganz anders aussehen. Und apropos, plötzlich steht Laura vor der Tür. Beziehungsweise streng genommen steht sie einfach plötzlich in der Wohnung. Und auch hier möchte ich nochmal die besondere schauspielerische Leistung aller Beteiligten hervorheben. Ich bin seine Freundin. Seine Freundin? Ja. Aha. Willst du mit ihm Schularbeit machen oder was? Ja, die beiden wollen sich nämlich nicht nur in Biologie, sondern auch noch in Französisch ein bisschen zum Abi kämpfen. Aber um die Mutter zu beruhigen, sagen die beiden auch nochmal, wie lange sie eigentlich schon zusammen sind. Und das ist jetzt quasi schon ein Jahr. Seit wann hast du denn eine Freundin? Seit gestern. Seit gestern? Ja, wir sind schon seit gestern ein Paar. Und ich finde Anders richtig süß. Ach so, schon seit gestern. Naja, dann können sie ja bald 25-stündiges feiern. Aber selbst das überzeugt Anders Mama irgendwie immer noch nicht. Und sie möchte gerne weiter kontrollieren. Ich habe leckere Bärchenwurst für dich gekauft. Hast du daran gedacht? Danke, Mama. Aber jetzt lass uns... Genau, denn da gibt's ja noch diese Wette, von der Anders zwar nichts weiß, aber aufgrund seines Dranges geht er dann bei Laura auch ganz schön ran. Und obwohl die das ja eigentlich auch will und in der Wette zugestimmt hat und später auch sagt, dass sie das will, findet sie es plötzlich blöd. Und ich weiß, da sind überall Logiklücken, aber die hat mich besonders aufgeregt. Wow, du gehst aber ganz schön ran. Laura... Ich glaube, es ist am besten, wenn du jetzt gehst. Und das macht Laura dann auch tatsächlich. Aber es gibt noch ein kleines Abschiedsküsschen im Flur. Blöd nur, dass Anders Mama das sieht. Und die möchte doch gleich noch mit ihrem Sohn puzzeln. Was ist denn das? Ich glaub's ja nicht. Nimm deine frivolen Finger von meinem Sohn. Das tut Laura dann tatsächlich und dann möchte Anders Mutter was ganz Besonderes tun. Aber bevor sie das macht, wollte ich dich nochmal ganz kurz einladen, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Denn wenn du das bisher noch nicht getan haben solltest, dann kann es jederzeit sein, dass Anders plötzlich auch hinter dir auftaucht und Dinge tut. Also geh lieber auf Nummer sicher. Und wir können ja währenddessen mal zuhören, wie Anders Mutter uns jetzt mal erklärt, wie das eigentlich mit menschlicher Sexualität so funktioniert. Noch schlimmer kann man das auch nicht machen. Die Frauen sind die haben die Rundungen und die Männer... Die sind groß. Und weil die Männer so groß sind, kriegen sie dann auch nicht die Kinder? Ich kenne das eigentlich eher so mit Bienchen und Blümchen. Hier, Mutter von Anders, vielleicht kannst du damit ja nochmal anfangen? Und wenn die Hummel ihren Rüssel in die Blüte steckt, dann passieren manchmal so... Dinge. Diese Dinge möchte Anders dann später in seinem Zimmer auch gerne mal ausprobieren. Ich glaube, er hat das mit den Blüten vielleicht ein kleines bisschen zu wörtlich genommen. Aber diesmal erwischt ihn seine Mama. Was machst du denn da? Der Baum ist gerade fast rausgefallen. Ich habe den nur wieder richtig rangestellt. Aha.
Ja, ja, das passiert mir aber auch wirklich dauernd, ne, dass die Scheißpflanzen immer aus ihren Töpfen springen wollen. Aber naja, Annas Mutter glaubt ihm auf jeden Fall nicht, sondern ist der Meinung, er hat da verbotene Dinge gemacht. Von denen möchte sie ihm dann aber dringend nochmal abraten und fängt mit irgendwelchen Klischees von 1923 an. Das ist schädlich. Davon kann man... Du kannst ja keine Kinder mehr bekommen. Wenn du dich hier rubbelst. Und dann erklärt sie auch noch mal ganz deutlich, warum Anders dann keine Kinder mehr bekommen kann. Und als kleine Erinnerung, Hilf mir ist ja eigentlich mal eine Sendung gewesen, die man, glaube ich, gemacht hat, um Jugendlichen bei den Problemen zu helfen. Aber stattdessen kann man ja auch einfach unwidersprochen diesen Quatsch erzählen. Das ist wie ein Tank oder wie ein Glas voller Milch. Und wenn der Tropf leer ist, dann kannst du keine Kinder mehr bekommen. Okay, also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, Männer sind groß und haben einen Rüssel und der Rüssel ist mit einem Glas Milch verbunden. Und wenn das Glas Milch leer ist, dann kriegt man keine Kinder mehr. Keine Ahnung, ich kann Anders jedenfalls verstehen, der rennt sofort wieder zum Jugendclub. Fuck. Was ist das da für ein Pullover? Alter, was ist das denn für ein scheiß bescheuerter Pullover hier? Was ist das? Oh, ich find's echt toll, dass Nils so ein guter Freund von Anders ist. Und Laura ist übrigens auch wieder da. Und die muss ja immer noch ihre Wette gewinnen. Und sie hat's halt ziemlich eilig damit. Sag mal, hast du Lust, später mit zu mir zu kommen? Bei der Gelegenheit kannst du dir diesen scheiß Pulli hier ausziehen. Dazu wird es aber leider nicht kommen, denn plötzlich kommt Annas Mutter und muss mit ansehen, wie die da einfach sitzen und also eigentlich spielen sie nur Mensch, ärgere dich nicht. Aber sie findet es auf jeden Fall doch ganz schrecklich. Vielleicht, weil da 5 Leute waren und Mensch, ärgere dich nicht nur zu viert gespielt werden kann. Sag mal, was sehe ich denn hier? Was ist denn hier los? Hängst du schon wieder mit diesem Mist rum? Du, dieser Umgang hier mit den Schlapperei hier! Dann dampft die Mama zwar ab, aber Laura reicht es jetzt und sie möchte diese Wette doch nicht mehr gewinnen. Und um die Folge noch ein bisschen dramatischer zu machen, sagt sie das natürlich direkt vor Anders. Nee, sorry Nils, aber in diese peinliche Familie f*** ich mich bestimmt nicht rein. Oh nein, der arme Anders, dann ist er natürlich ganz doll traurig und wütend und läuft nach Hause und erzählt das seiner Mama, aber die hat glücklicherweise ein Geschenk für ihn. Und ich dachte ehrlich gesagt, die Folge könnte nicht noch merkwürdiger werden, kann sie allerdings doch. Hallo Knuffelchen, ich bin dein Puffelchen und ich bin nicht so fies wie die überkandidelten Weiber. Ja, und die folgenden Szenen wären, glaube ich, gar nicht so merkwürdig, wenn die Folge bisher nicht so merkwürdig gewesen wäre. Aber ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als die Mama jetzt Anders nochmal zeigt, was man mit den Bären so machen kann, hatte ich persönlich die ganze Zeit eine ganz andere Assoziation und ich will das eigentlich nicht. Komm, streichel den mal. Trau dich ruhig, das wird dir gut tun. Na gut, und ich glaube, es kann jetzt niemanden von euch überraschen, aber Anders hat er mit den Bären, als seine Mama weg war, natürlich was ganz anderes gemacht. Und ich verspreche euch und mir, es sind noch irgendwie 30 Sekunden in dieser Folge übrig, dann haben wir es geschafft. Anders fällt wieder in sein bewährtes Muster zum Stressabbau zurück. Ich befürchte, dass er mittlerweile auf Stress mit sexueller Erregung reagiert. Ja, und dann nimmt Anders seinen Bären, warum auch immer, und geht damit zu irgendeiner Brücke, warum auch immer. Und auch da macht er dann wieder sein Ding. Diesmal ist aber eine Sache anders. Was, du bist wieder Schwein! Ich ruf die Polizei! Für die ganze Nacht! Oh nein, Anders hat seinen Bären verloren. Ach so, und er wurde von Laura dabei gefilmt, die natürlich ganz zufällig da stand und dann später im Jugendclub auch gleich mal damit angibt. Und mich triggert, dass dann an einer völlig unpassenden Stelle ein Mülleimer steht. Jetzt seht ihr mal alle, was Anders für ein Schwein ist. Der ist nicht nur ein Muttersöhnchen, mit dem man Mitleid haben muss. Er gehört in den Knast oder zumindest in die Klapse. Oh nein, jetzt ist Anders schon wieder ganz doll traurig. Und diesmal möchte er auch nicht nach Hause gehen, sondern er möchte ganz woanders hin, nämlich zu seinem göttlichen Herrn. Deswegen geht er auch zu einer Brücke, die, glaube ich, nur ungefähr 1,5 Meter hoch über einem Gewässer ist, aber whatever. Anders stellt sich als Mensch in Frage. Er sieht keinen Ausweg mehr, weil er sich hilflos fühlt gegenüber seinem Trieb und der Abscheu seiner Mitmenschen. Zum Glück haben wir aber noch Nils, den eigentlichen Helden dieser Geschichte. Und er bekommt dann mit, dass Anders das tun möchte und läuft hin und sagt die einzigen Worte, die Anders jetzt noch aufhalten können, nämlich... Das hat überhaupt keinen Zweck, bitte, lass es sein. Naja, und was soll man da in so einer Situation mit einer schweren Krankheit und nachdem man sozial völlig verstört wurde, auch anderes tun als einlenken und dann gibt's ein grundloses Happy End.
Ja, cool. Und das war's dann tatsächlich auch nicht nur wieder mit dieser Folge, sondern auch, glaube ich, völlig mit meinem Verstand. Ich hoffe trotzdem, es hat dir sehr, sehr viel Spaß gemacht und du gibst diesem Video jetzt einen Daumen nach oben. Und was mich auch riesig freuen würde, ist, wenn du unten mal in die Videobeschreibung guckst, da gibt es nämlich wieder ein Gewinnspiel von Instant Gaming, bei dem du ein Spiel deiner Wahl auf einer Plattform deiner Wahl gewinnen kannst. Und es würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Aber streng genommen musst du das jetzt sowieso wieder tun, denn sonst steht Anders gleich wirklich hinter dir.